Barcelona verliert den Ball. Das Pressing ist da. Messi mit dem Ball. Super dieses Zuspiel. Mbappé. Jetzt eine Chance. Mauro Icardi macht den Treffer. Herrlich. Macht Spaß, ihm zuzuschauen. Brillanter Spieler. Und die Technik, die hat er natürlich auch. Und hier aus kurzer Entfernung ganz sichere Nummer für ihn. Ja, das war aber dann am Ende auch keine große Aufgabe mehr. Er bewegt sich gut und erarbeitet sich damit die Chance. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Mbappé. Gueye. Icardi. Und Ferrati. Stark gemacht, das könnte was werden. Ja, passt auf. Sie haben den Ball. Suarez mit dem Platz. Luis Suarez. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Arthur. Frenkie de Jong. De Jong. Am Ball Jordi Alba. Er kann ihn reinbringen. Griezmann. Gehalten von Navas. Noch gefährlich. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Sergio Roberto. Sergio Busquets. Fängt diesen Ball ab. Da ist Platz für Di Maria. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. Der Pass von Icardi. Neymar! Der Stegen hält. Ball ist noch im Spiel. Weg ist der Ball. Schussversuch. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Marco Ferrati mit dem Ballverlust. Das wäre oben ein harter Ausgleich gewesen. Eine klasse Parade. Aber wenn sie weiter so viel Druck machen, sich die Chancen erarbeiten, dann dauert es nicht mehr lang. Suarez. Da erobert er den Ball. Ball draußen, gibt Abstoß. Neymar jetzt. Marco. Ferrati, klasse Aktion. Jetzt Neymar. Ein unfassbares Tor. Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind mal richtig gut zurückgekommen in dieses Spiel. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschuss leicht. Klasse gemacht. Tolle Szene. Erst die wunderbare Ferrati. Klasse Aktion. Klasse gespielt. Und das nächste Tor. Sie setzen nach. Sie belohnen sich mit diesem blitzschnellen Doppelschlag. Tabuschi. Das nimmt er natürlich gerne an. Da lässt er sich nicht zweimal bitten. Nee, alles offen. Also so leicht hat man es nicht oft. Ein schönes Tor, aber auch ein einfaches Tor. Jetzt muss Barcelona kämpfen, um wieder ins Spiel zurückzukommen. Knapper Rückstand bislang hier in diesem ersten Spielabschnitt. Wie ist deine Einschätzung, Buschi? Barcelona hat immer noch... Suarez, den muss er machen. Die Technik musst du erstmal haben, um so einen Fallrückzieher anzusetzen. Und er hat sie. Schade, dass nicht mehr draus geworden ist. Da haben sie ihn super unter Druck gesetzt. Gut aufgepasst. Ferrati. Gueye. Icardi. Der Pass von Icardi. Jetzt die Flanke auf Mbappé. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Barcelona verliert den Ball. Und nun Ferrati. Neymar hier mit Zug zum Tor. Der Vorstoß in die Mitte jetzt. Knapp liegen sie vorn zur Pause. In einem
atemberaubenden Fußballspiel. Zur Pause steht es 3:2. Wie siehst du Messi bislang? Sein Tor im ersten Durchgang reicht ihnen bisher nicht, liegt aber nicht an seiner Leistung. Da muss von den Mitspielern mehr kommen. PSG liegt vorne, es kann weitergehen. Super gemacht von uns, gut durchgesetzt, gefährlich. Das muss es sein. Alles wieder offen, Ausgleich, wichtiges Tor natürlich hier für den FC Barcelona. Er ist heute richtig gut drauf, das war für ihn Tor Nummer 2. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. PSG verliert den Ball. Sehr gut aufgepasst. Da haben wir den Ballbesitz. Alles sehr ausgeglichen. Und das spiegelt sich natürlich auch im Resultat wieder. Bisher unentschieden. Ball im Aus, Einwurf Paris. Und jetzt die Maria. In den freien Raum. Lionel Messi. Messi, Riesenchance. Das war eine tolle Chance aus dieser Distanz. Aber Keylor Navas ist zur Stelle. Die Ecke kommt von Griezmann. Sicher gehalten den Kopfball. Aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Messi. Messi! Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Thiago Silva jetzt am Ball. Busquets. Zurück auf Messi. Gut und fair das Tackling. Da haben sie jetzt den Ball. Ja, mit viel Übersicht. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Das Ding mit der Parade, immer noch gefährlich. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Marco Verratti. Und den Schuss blockt er ab. Den hält er völlig ohne Probleme. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Mbappé. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Da muss er aufpassen. Jordi Alba jetzt am Ball. Herr Griezmann. Da packt er einen Trick aus. Klasse. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Die Maria auf Außen. Ballverlust Barcelona. Und da ist der Ball wieder weg. Kylian Mbappé Lotin. Pass landet bei Icardi. Klasse! Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Ferrati, klasse Aktion. Bernat. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Den Ball erobert, da macht sich der hohe Druck bezahlt. Mbappé. Neymar. Hoppala, das war riskant, aber es ist gut gegangen. Barcelona verliert den Ball. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Und Messi. Gefährlich! Oh, viel Platz jetzt. Suarez hat da viel Platz.
Tor für Barcelona. Und jetzt muss PSG hier passende Antworten finden. Griezmann jetzt ganz energisch. Griezmann macht er den rein. Die Chance zum Tor, abgepfiffen. Fahne oben. PSG verliert den Ball. Ganz stark abgeblockt. Gueye. Icardi. Bernat. Ball bei Neymar. Ferrati, klasse Aktion. Das Ding mit der Parade, immer noch gefährlich. Abwehr steht gut. Super Parade erst und jetzt die Gefahr bereinigt. Jetzt hat er den Ball. Ja, und diese Szene gerade, die war natürlich sensationell. Also wie er den Ball hält, das ist Wahnsinn. Bekommt den Ball, technisch stark gemacht hier, auch unter Druck. Weg ist der Ball. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten, Spannung pur. Bernat. Klares Foul und er gibt den Freistoß. Es läuft gut. Sie legen vorne, damit das auch so bleibt, kommt jetzt ein frischer Spieler. Riesengelegenheit für Neymar, das kann der später Ausgleich werden. Guter Versuch. Ei, das war Pech. Super Freistoß, Zentimeter fehlen. Suarez. Nun Vidal. Antoine Griezmann. Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Ein enges Ding bis hierhin und noch ein paar Minuten zu spielen. Schönes Zuspiel. Mauro Icardi. Macht er das Tor? Tor, Tor, Tor! Sie machen es doch noch! In der Wiederholung sehen wir es nochmal. Den muss er natürlich machen. Klar, der Torhüter war raus aus dem Tor, dann hat er natürlich leicht gespielt. Der FC Barcelona nimmt jetzt eine Auswechslung vor. Völlig richtig, Wolf. Gerard Piqué verlässt den Platz und Samuel Umtiti kommt rein. Ein defensiv starker Mann. Super Aktion, das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Messi. Frenkie de Jong. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Hingeechnet. Hat genau die richtige Zeit. Frenkie de Jong. Jetzt ist es gefährlich. Suarez. Suarez! Der Keeper hält und rettet damit zumindest das Remis. Spiel ist gleich aus und viele Chancen wird es hier nicht mehr geben. Kein Team konnte sich heute entscheidend durchsetzen. Es bleibt beim Unentschieden. Brauchbarer Start also in die Saison. Das Unentschieden. Ja, und Sie wissen,